des Illusionstheater. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich finde es ganz toll. Ich wollte sagen, dass ich es ganz toll finde, dass das Exposed Film Festival feministische Kunst und feministische Künstlerinnen einlädt, um sie quasi in ein Festival mit aufzunehmen, was sich mit Queerness beschäftigt und mit Körperbildern beschäftigt. Darum wollte ich nochmal Michael Stütz Danke sagen und Bart Sammet, dass sie im Prinzip den Queer-Begriff, auch das, was queeres Kino sein kann, dadurch erweitern, dass sie im Prinzip auch ihre Arbeiten zeigen und dadurch Grenzen auch anders überschreiten. Und ich wollte auch nochmal Wadi Export ganz herzlich danken, dass sie im Prinzip auf die Einladung dieses Festivals reagiert hat und quasi jetzt nicht von der Nationalgalerie eingeladen wurde, sondern vom Exposed Queer Film Festival, was wir alle wissen, schon klein ein selbstgemachtes Festival ist und quasi auch zurück in die Subkultur auch geht. Also vielen Dank. Thank you very much, Valley Export. Thank you for the invitation. I'm very happy to be here. And it was really exciting for me when I saw the film list and now I see the films. Näher dran. Ja. And I was really exciting when I read the film list because some of them I have not seen since a long time, but I hope I can find my ways when I did it. Yesterday it was a sold-out screening of your film. Invisible Adversaries, Unsichtbare Gegner. It was really exciting to see, especially a lot of young people there, and. I want to go a little bit back to the becoming of Wadi Export. We see here a picture. It's called Wadi Export Smart Export. It was made in 1970, and it was sort of like a photographic scenario that was taken after Wadi Export was born. Wadi Export was actually born in 1966 in Vienna. You, her creator, was not born in 1966. She was born in a different time in Linz and went to a convent school actually and had two educations. Machen wir das, soll ich es auf Deutsch auch machen? Ja, also bring sie mal Deutsch und dann kann ich ja. Gut. Ja. Okay, gut. Ist auf die Kunstgewerbeschule gegangen und ist dann 1960 eben nach Wien gezogen. Aber im Prinzip das, was von 1940 bis 1960 oder dann eben bis 1966 passiert ist, war, kann man schon sagen, ein bürgerliches Leben. Und die Werdung der Wadi Export ist dann schon auch gerade in den Zeiten, die es war in Österreich, schon ein radikaler und überraschender Akt. Und mich würde schon interessieren, wie dieser Wadi Export eigentlich entstanden ist. Sie haben, als Sie nach Wien gekommen sind, auch im Film gearbeitet. Waren auch Cutterin oder Script Girl und haben aber im Prinzip zwei andere Ausbildungen gemacht. Und das ist ja eine Biografie, die in dem Sinne nicht vorhersehbar war. Und eben auch dann dieses Branding, was ja sehr wichtig ist, Wadi Export in Großbuchstaben zu schreiben und eben auch eine real existierende Marke zu nehmen, also zu verweisen auch auf ein kapitalistisches System, was sie sich aneignen, um ihre eigenen Ideen zu exportieren. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen nochmal eine Zeitreise schenken und so ein bisschen sagen, wie quasi Wadi Export geboren wurde. Gut, als erstes möchte ich eine kleine Wadi Export Geburtskorrektur machen. Die Geburt war anders. Ich habe 66 oder 67 circa wollte ich einen eigenen Namen haben. Ich wollte einen eigenen Namen haben, nicht nach meinem Vater, nach geschiedenen Ehemann oder wie auch immer. Es war, wer es auch gewesen wäre oder was. Und ich habe mir überlegt, welchen Namen soll ich mir nehmen als Künstlerin. Meinen Künstlernamen, den bürgerlichen Namen, habe ich behalten.
und als Künstlerin, und ich habe gedacht dann eben daran gedacht, mich Export zu nennen. Wally ist ein Nickname, kommt von Waltraud, und exportieren meine Ideen, heraus exportieren meine Ideen, ich aus dem sicheren Hafen hinausgehen und die Sicherheit zu verlassen und eben Export hinauszugehen. Das ist eine ganz klare, einfache Sache. Und ein bisschen später habe ich dann, ich habe geraucht, das ist auch, und ein bisschen später bin ich vor dieser Packung gesessen und habe mir gedacht, das ist es doch ganz genau. Das ist ganz genau, was ich möchte. Das ist meine Sache. Und habe dann erst spät, also nachdem die Entscheidung war für Wally Export und die Großschreibung, habe ich die Packung dann also eine Montage daraus gemacht. Die Rückseite der Packung ist noch richtig, wie sie war, und die Vorderseite ist, habe ich dann die Weltkugel ausgetauscht und von Smart auf Wally gegangen, aber man kann rückwärts lesen. Smart, also das würde auch noch stimmen, und dann Made in Austria. Und das war diese Packung, und ich habe nur natürlich eine Sache gemacht, ein Stück gemacht, und die Packung ist natürlich immer die Verwechslung, ich hätte mich nach dieser Zigarettenmarke genannt. Was ich dann noch später herausgefunden habe, dass diese Packung auch von einer Grafikerin in Linz entstanden ist, also von einer Grafikerin designt wurde, was natürlich auch für mich eine schöne Sache war, dass das so von einer weiblichen Hand in die andere geht, einer selbstständigen. Yeah. What I wanted to know is, I asked you before about this becoming. Now we have sort of like the technical idea of becoming, but I also have the feeling that there is. You said you wanted to leave a safe haven, and you went into an art world. I would say back then there was the so-called art school. I think the art club in Vienna that was created after the Second World War, and there were certain groups in Vienna that were there that were very male-dominated. There were the Wiener Aktionisten, the Actionists, and it didn't seem like a haven that would welcome you as a woman with your art. And we're going to see maybe one of your performances now, but I'm also wondering where you took your courage from to just do what you did, because you're a performance artist, you're a pioneer of, first of all, body art, performance art, but also sort of like public interventions of the female body. And looking at that now, I would say, oh yeah, sure. Like I've seen Carolee Schneemann, I've seen Abramovich, I've seen your work, but back then, nothing like that had happened before. You, like, you know, that's what pioneers do. And I wonder what drove you to sort of like be so radical. Ich glaube, der Ausgangspunkt, glaube ich, war sicherlich das, auch für ein Kind, ich war ein Kind, das trostlose Klima nach der Beendigung des Weltkrieges, den man natürlich auch in der Provinz und überall gespürt hat. Man hat ja dann die Besatzungsmächte gehabt. Ich war in der amerikanischen Zone, es hat die russische und die französische gegeben rund um mich. Das war sicherlich, weil eigentlich jeder war ängstlich, die Mütter waren ängstlich, die Familien waren ängstlich, die Väter waren nicht hier, und das war eine Ängstlichkeit und eine sehr reduzierte Atmosphäre. Aber das war nicht so sehr vielleicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt war meine katholische Erziehung. Weil ich war im Internat dann auch und bin ins Kloster gegangen, und das Kloster beim ersten Schritt in ein Kloster, also in ein Internatkloster oder was, ist Protest und Widerstand, weil man nicht dort hineingehen möchte, weil man nicht dort leben möchte, und weil man aber in einer Gemeinschaft ist. Und es war notwendig für meine Mutter, weil sie arbeiten gehen musste, aber es ist eine Gemeinschaft, in der man pausenlos und immer wieder mit Regeln in Berührung kommt. Zum Beispiel, also man muss ein Butterbrot essen zu dieser Zeit, man muss schlafen gehen zu jener Zeit und so weiter. Diese Regeln kann man sich sehr gut vorstellen. Und aus dieser Sache heraus wächst dann einfach eine Wut, ein Protest, und etwas dagegen zu machen und etwas dagegen zu tun. Und das war bei mir die Reaktion drauf. Und obwohl ich einerseits die Kirche dann, also die Rituale der Kirche sehr gerne gehabt habe, aber sie haben mich sehr unterstützt,
diese schönen Rituale, die das, man würde sagen, Performances, hat es natürlich nicht gegeben, aber die wunderschönen Rituale der Religionen, obwohl ich die Religion nicht wollte, weil erstens wusste ich nicht, was ich beichten soll und zweitens haben die Religionen, ist das Frauenbild auch nicht richtig vorgekommen, aber dieser Widerstand war eigentlich die ausschlaggebende Kraft. Ich denke, vielleicht in einer Familie hätte ich nicht so einen starken Widerstand entwickeln können, weil ich dann ja viel die Gemeinschaft viel kleiner ist. Aber hier ist sie viel größer und da habe ich viel, viel mehr Momente, gegen das zu sein oder was in der Zeit für mich war das ganz ausschlaggebend. Ich bin dann auch ein paar Mal vom Internat hinausgeworfen worden, weil ich mir die Nonnenräume angeschaut habe oder weil ich dann kommt die Erstkommunion und hatte ich dann gehabt die Erstkommunion und dann hat mir das irgendwie so ganz gut gefallen, das Ritual. Jetzt bin ich zu allen möglichen Messen gegangen, die schon um 5 Uhr in der Früh anfangen in so einem Kloster, die bis rauf gehen dann und bin immer zur Erstkommunion gegangen. Und dann haben die natürlich das sofort beobachtet und gemerkt und dann habe ich natürlich auch gesagt, ja warum? Das ist ja doch etwas, was wir tun sollen und dürfen und machen. Warum kann ich das nicht machen? Na, du darfst es nur einmal im Tag machen. Aber das ist natürlich, denkt man nach darüber, was heißt einmal im Tag oder nie oder und so weiter. Das ist jetzt nur ganz kurz gefasst, aber ich glaube, meine katholische Erziehung war der Ausgangspunkt, warum man eigentlich widerspenstig wird. Und in dieser Zeit natürlich war in Linz auch, ich bin in die Kunstgewerbeschule gegangen und das habe ich auch sehr genossen. Und in Linz war in dieser Zeit natürlich keine Möglichkeit, es gab keine Galerien. Es gab ein einziges Bauwerk, das war die Tabakfabrik, ein Behrensbau, der mir in Linz sehr gut gefallen hat. Ich war nie drinnen in dieser Zeit, aber die Fassade war sehr schön. Und ich habe gewusst, also ich kann, wenn ich jetzt künstlerisch oder etwas kreativ weitermachen möchte, muss ich aus Linz auf jeden Fall weggehen. Und das hat mich dann eben nach Wien gebracht. Und in dieser Zeit hatte ich eine kleine Tochter. Und meine kleine Tochter ist, da muss ich meiner Familie auch sehr dankbar sein, meine kleine Tochter ist dann auch bei meiner Schwester in einer Familie mit gleichen circa dasselbe Alter mit den Kindern dort aufgewachsen und war bei mir in Wien und ich war dort oder was, dieser Austausch war sehr gut und sie lebt jetzt in Los Angeles und kommt mich in 10 Tagen besuchen, also das war ein gutes Verhältnis dann, aber ich war dann Gott sei Dank in Wien und habe dann entdeckt, also die Wiener Szene und die war natürlich dann interessant, da war Kunst, da waren die Museen und dann muss man jetzt, ja, dann waren die Aktionisten, aber der Wiener Aktionismus war die Zeit eigentlich schon fast dem Ende zu. Die haben schon in den 50er Jahren angefangen. Und der hat mich natürlich nicht geprägt, sondern im Gegenteil. Da hat es ja immer Widerstände auch von mir gegeben, aber nicht so große Widerstände, sondern ich habe das Bild der Aktionisten ja nicht rezipieren können, weil welche Rolle die Frauen in dieser Bewegung spielten. Diese Gruppe war natürlich, diese männerdominierten Gruppen waren natürlich sehr stark und sehr mächtig und es gab auch Sitzordnungen in diesen Gruppen. Also von den Literaten zum Beispiel, wer vorne sitzen darf, Beuys zum Beispiel, ist mal nach Wien gekommen, wer darf weiter vorne sitzen oder vorne neben ihm so überhaupt und so weiter hinten und dann noch ein Stückchen weiter hinten und so. Gut, und also man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber das war halt einfach wirklich so und es war auch zugelassen und es war so. Und ich habe dann angefangen, künstlerisch zu arbeiten und ich wollte künstlerisch arbeiten, oder ich wollte aber nicht malen, weil die Malerei hat mich nicht interessiert, die Zeichnung hat mich interessiert oder hätte mich interessiert, aber ich wollte etwas mit Raum gestalten. Also mir hat der Konstruktivismus sehr gut gefallen und ich wollte etwas mit Raum gestalten und mit der Zeit. Und in dieser Zeit hat man dann auch den 8mm Film entdeckt, also mit dem hat man arbeiten können, ab der 60er Jahre und dann ein bisschen kurz darauf später ist ja dann die Videokamera gekommen und dann sind auch die Diaprojektionen gekommen, also alles Medien, die etwas abbilden und dann wiederum
reproduzieren oder auf, in den Raum werfen oder auch mit der Zeit zu tun haben. Wir haben das genannt Instant-Zeit, die Zeit ist hier und dort ist das Bild, die Zeit, und das geht durch den Raum durch und das geht auch durch die Zeit durch. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache eine Geste hier und in dem nächsten Raum da drüben ist die Zeit verzögert dann zu sehen. Das sind alles Kleinigkeiten, die heute überhaupt gar nicht mehr beachtet werden. Aber natürlich in den späten 60er Jahren oder was, waren das schon wahnsinnige Erneuerungen oder ganz andere Mittel, über Raumzeit künstlerisch zu sprechen. And maybe we can watch something right now. Since we're already there, it's a good sort of like bridge to what you were interested in the late 60s, 67, 68. There was this idea of expanded cinema. Cinema didn't necessarily have to happen in a cinema space. The sort of like radical rethinking of the apparatus of the projection. There is one thing that you did is called cutting, one of the performances where she cuts, Vali Expert cuts out of a sort of like a screen images, but then also shaves a male chest. There was number one, there was abstract film number one, where there was a film projection without a film, where just the light would sort of like project against a plate of glass there, where water would run through. There is ping pong, where you would only see a ball on the screen and the audience would have to play. And of course, the most sort of like known or infamous at that time was the Tap and Tast Kino. Most of you will know it. It's a expanded idea of cinema and also a very radical feminist idea that we can watch, unless you want to say something before. Just a remark to cutting. I cut out from a paper screen the sentence. It's after Marshall McLuhan. It's a reference to Marshall McLuhan. The content of the writing is the, I cut it out and so I found the letters, is the speech. And speech, I spoke with my language, it was spoken and so. So this, I had the cutting and I had the Buchstaben and then the speech. And so this was very important. Or for example, Ping Pong was a film that one dot was jumping on the screen. A black dot was jumping on the screen, and the audience had to catch this point with a ping pong player and with a ping pong ball, and so they have to play with this. And if they play, then the film is real. Then the film is there. If they don't play, only dots jumping on the screen, that's not here. So the audience has to be together with the screen. It's a kind of interaction, but every film is an interaction. For example, a regisseur says, on this point you have to smile, on this point you have to laugh, on this point you have to be traurig, and so on and so on. But with this film you have really to play with the film by ping pong. And you can imagine how it looks, this film, when you, for example, your crowd play ping pong with the film. But this is the only moment when you really catch the film. Mm-hmm. I hope you did understand. My English is not so. The only introduction maybe is this wonderful sort of like materialist. There's sort of like the four elements of your expanded cinema always have the one section called materials. Materials are a mini cinema body screen in Breckel's a female naked breast, and then people who would play with it. So that's the material, and we see a clip that was actually made for the ORF for the television. Touch the screen. Export aus Wien. 1968 machte Export ihr Tap- und Tast-Kino. Die Rolle des Publikums wurde bei Export noch weiter emanzipiert. Das Publikum als Teil des Kunstwerks war ja virtuell schon im Mitspieltheater von Daniel Spöri, Klaus Bremer und im Happening angelegt. Nun kommt es real zum Tragen. Mit dem Tap- und Tast-Kino entwickelte Export eine Theorie des feministischen Aktionismus. Diese Theorie erklärt sich über das Bild der Frau in unserer Kultur, durch die Kodierung der sozialen Rolle der Frau.
Die Befreiung von der zivilisatorischen Last des Körpers sieht sie als Chance, das Selbst der Frau vom Körper zu lösen, die sozial-patriarchalisch verordnete Rolle der Geschlechter zu transformieren. Die Desertion des Körpers als Double des Realen verlangt die Ablehnung des Bildes, denn das Bild wurde schon immer als Double des Realen gehandelt. Die Verweigerung des Bildes gehört zu den emanzipierten Kunstformen der feministischen Ästhetik. Do I have a comment? Well, maybe it's quite self-explaining, I think, what's happening there. And maybe just to say this was, I'm really interested in the fact that the performance wasn't filmed, but you restaged it, I think, only for Austrian television. So what you just saw is sort of like a reenactment of that performance. And maybe you want to say something about it. Yeah, the performance, it was filmed. There are filmmakers on the side, but I never found out who are the filmmakers. One of them was Ballhaus, and I get in touch with him, but he gave the film material to ZDF or somewhere, and it's lost. And so then the second was I did it in Vienna, in a cafe, in an artist cafe where we every day meet, and so a big one. And the third was a remake for the Austrian television and for the ZDF. And it was also in Munich and at, also in München am Stachus. And the idea is to have a small cinema, to go down with a small cinema. This means a small architecture. On my body is a small architecture. They go with the small cinema outside. And you cannot see the film, and it's an unknown film. You don't know what is in this film, yeah, really, or what is the film. But you have to visit the film. And it was only for 33 seconds, because 33 seconds is from 60 seconds, the half or whatever. I don't know why I found out 33 in that time. Yeah, I thought it's enough, and so, yeah. And then you stand on the street, and the audience didn't know what is really in this film cinema, in this film hall. And so they looked, and then, if I can see, some of them really stopped, yeah? Or did not like to really visit the whole movie, yeah? And some of them did, and was, and then see it on their eyes, or was surprised that's a real film, yeah? And, but the very important thing, and this I didn't know before, was the gaze. Because mostly the audience, yeah, was watching my eyes, and I was watching their eyes, yeah? This was like in a cinema, yeah? The gaze is very important, what you see. And we exchanged the gaze, what you see. And this is what you touch. Yeah. So this was also very important for me, but I found it really out when I did it, yeah, when I did it first time. I never thought before about this. The film said, for those who didn't understand the German, that you created a theory of feminist actionism, and that it's of course we see this in your work, that the idea of like dissociating the self from the body, and especially the female body, is very important. And maybe we can go to the second, I think, most important, not most important, but most well known, because scandalous performance, the so-called Genitalpanik, the Aktionshose, the action pants. And there's also a lot of, I think, a lot of rumors about where you actually presented these pants. So, I mean, obviously you cut out the middle. There's rumors that you actually went into a porn cinema to confront the audience with this, but maybe you can clarify. You did this, I think, in a cinema in Munich, right? Yeah. And I think only once also, and maybe you can clarify this a little bit. It was true. The title of this performance was, it's an expanded cinema. And the title was this, Genitalpanik was the title. And I performed it two times because we had an invitation in München, the Austrian filmmakers had an invitation in München in an art cinema.
in ein Real Art Cinema, in ein Normal Art Cinema. And I thought in that time, so I will show genital panic as an expanded cinema. And I went and I sit and this light was switched off, and only the projector light was on the screen, and didn't have a picture on the screen. And then I say to the audience, what should be on the screen is now you see it in reality. So it's also a kind of expanded cinema thing. Reality, what means reality? What is the abgebildete Realität und so? And so you see it in reality. And I went slowly to the rows, also durch die Zuschauer rein und die Leute, also die erste Zuschauerreihe konnte sich nicht erwehren dagegen. Aber die nächsten Zuschauerreihen sind langsam aufgestanden und sind hinausgegangen. The first row of the audience couldn't escape because she was there, but the other rows could slowly escape the genital panic. Aber es ist natürlich beeindruckend, weil wenn ich ja gehe, man muss eigentlich sagen, es ist beeindruckend, wie groß die Angst ist vor diesem Bild. Weil man hat ja eigentlich in dem Sinn nichts gesehen. Das war nur das Leinwandlicht im Saal drinnen. Und so, aber die Angst ist einfach wahnsinnig groß, dieses Bild real oder wirklich zu sehen, in einem anderen Kontext, wie man das gewohnt wäre oder was, oder gewohnt ist und so. Und das habe ich zweimal vorgeführt. Es gab, am Anfang habe ich es vorgeführt und dann zum Schluss noch einmal. Aber das ist am Programm drauf gestanden, das war ganz klar. Und dann dachte ich mir, ich möchte daraus eine Bilderserie machen, keine Performance mehr, eine Bilderserie, und habe eben diese Bilderserie gemacht mit einem Maschinengewehr. Und habe das genannt Aktionshose Genitalpanik, weil hier war die Hose dann im Mittelpunkt auch und die Genitalpanik war dann das Wort dazu. Und diese Serie es gibt ganz wenig Auflagen und so, aber die hat natürlich das sehr berühmte, wobei ich sagen muss, dass dieses Bild lange nicht ausgestellt wurde. Ich habe es manchmal bei Ausstellungen herzeigen wollen und die haben gesagt, nein, das ist zu viel, das geht für unser Publikum nicht. Jetzt ist es aber ein sehr gewünschter. Also Sie sehen, die Kunst hat auch ihre Grenzen und ihre... Ja. And maybe to sort of the first block of our conversation, we have another. I don't know if that's part of an expanded cinema, but it's definitely a performance in space, an intervention, I would say. And we see here Peter Weibel, who is not part of the Wiener Aktionist, not part of the Vienna Actionist, but a friend of the group, I would say, also your partner in crime for a long time, also the main actor of the film we saw yesterday, and you put him on a leash and led him through Vienna. And maybe you can talk a little bit about that. Yeah, the decision or the idea came out because we thought, what does it mean? What does it mean, human behavior and animal behavior? And what is the difference between this behavior? Maybe you can build up a lot of philosophy around this and so, but I say just in few words and so. And we said, I will mit Peter Weibel auf der Straße gehen, wie ein Tier, also ein Hund natürlich am ersten, weil auch eine Hundeleine da war und so. Und er geht und ich führe ihn. Und was ist jetzt der Unterschied plötzlich, dass ein Mann als Hund geht und wird von einer Frau geführt? Das war das wichtigste Moment bei dieser Konnotation, das herauszufinden. Und wir sind dann auch in eine Galerie gegangen und auch wenn man auf der Straße ging, die Leute waren eigentlich sehr verwundert und haben gelacht. Also man sieht eigentlich ein Publikum, das unverständlich da dem eigentlich gegenüber steht oder geht und so. Aber trotzdem haben dann Leute gesagt, und auch in der Galerie, haben Papierballen zusammengegeben und wollten es dem
männlich, also diesem männlichen Darsteller zum Essen geben. Und da habe ich gesagt, der ist aber kein Papier, das ist ja der Peter Weibel, der ist ja kein Papier. Und so. Und dann haben sie sich gewundert, mussten aber feststellen, das ist wirklich so. Dann. Und dann haben sie zu mir gesagt, ob ich eine Domina wäre oder was habe ich da überhaupt nicht. Nicht im Geringsten, aber wenn führt, dann ist es ja muss man wegen dem ja kein Domina sein. Also das heißt, diese Aktion hat viele, und das ist eben immer mein Ziel gewesen, viele Konnotationen, viele Interpretationen hervorgerufen. Also ein breiter Winkel, wie man diese Sachen sehen kann und wie man sie sieht oder interpretieren kann und wie man sie natürlich dann, wie man sagt, ein menschliches und tierisches Verhalten, wo sind hier Unterschiede, gibt es Unterschiede zum tierischen, zum menschlichen, vom menschlichen zum tierischen. Und das war so jetzt in einer kleineren, kurzen Zusammenfassung der Ausgangspunkt für aus der Mappe der Hundigkeit. I would like to talk a little bit more about your structural work, but so far, I mean, we watch this now and we consume it and it's all great and you're sitting here, but as I said before, it was revolutionary, it was extremely radical, and there were a lot of sort of like negative reactions to these things, you know. It seems, you make it seem easy now, looking back, it's 50 years ago, but maybe you can tell a little bit more about the sort of like public reaction. What I didn't say in the introduction, that you were, you know, an honored member of the Austrian society. You get a lot of sort of like awards and medals from your hometown Linz, from Vienna. But all these sort of like awards and the appreciation of your work came actually very late. And I still cannot understand, and I find it extremely fascinating, with so little sort of like appreciation by a bigger public, but with a lot of hatred. People telling you this is not art, you did this art, you did these performances that no one had done before, and you continued doing it and waited for a long time until someone put you into a canon or someone invented sort of like body art as a thing. What sort of like drove you, where did you think you get this strength from to sort of like do performance after performance, be so radical, have people say, oh, it's only a provocation, but still continue doing it? Could you answer that maybe? Yeah. Also die Sache ist, wenn gesagt wurde, ich möchte provozieren, hat es gestimmt, weil ich wollte auch provozieren. Ich wollte ja auch einen Dialog führen und ich wollte ja auch herausfordern. Und es für mich war Provokation jetzt nicht ein negativer Begriff zusammen mit meinen Arbeiten, sondern es war auch angelegt, dass ich einen Dialog führe, dass ich etwas darstelle, ja, was eine Provokation ist für sie. Und es ist auch ganz richtig, ist auch besser, sie fühlen sich provoziert von diesen Performances. Und das war auch dann richtig so. Aber dass ich dadurch natürlich als in Folge davon oder was natürlich große Repressionen erlebt habe und große Angriffe erlebt habe und Drohbriefe, Anrufe und Kritiken in den Zeitungen in Österreich und ja, die Leute, also Künstler zu mir gesagt haben, auch in der Zeit in den 70er Jahren, Feminismus ist wie Kommunismus. Und also das war natürlich schon diese Sache, und ich bin eine Feministin und was ist denn das überhaupt? Und auch ich bin so eine Künstlerin, Konzeptkünstlerin, das hatte in den 60er Jahren oder Anfang der 70er Jahre ja kein Journalist, kein Kunstjournalist oder kein Kunstschreiber Ahnung, was überhaupt Konzeptkunst ist. Das war in Österreich nicht existent, das war in Deutschland, in anderen Ländern existent, vor allem in USA mit Konzeptkunst und Arte Povera und so weiter, aber das war ja in Österreich gar nicht bekannt und die Leute haben sich ja nichts angeschaut oder was. Das war einfach die Generation, die ist noch in der Nachkriegszeit herumgehangen und hat auch dazu mal noch gesagt, Schiele und Klimt muss man verbieten, und jetzt weiß man, was mit dem Schiele und dem Klimt passiert. Jetzt die ganze Zeit ist ein Aushängeschild in infamster Form von Österreich, österreichischer Kunst, ja, wie es benutzt wird, bei den Plakaten etc. oder bei den Werbesachen und alles möglich. Aber darauf möchte ich jetzt nicht so im Detail eingehen oder was. Aber diese Leute haben ja keine Ahnung gehabt, welche Kunstrichtungen es gibt und
das macht natürlich dann die Rezeption auch sehr schwierig, eine richtige Rezeption oder eine richtige Auseinandersetzung zu haben. Vor Exempel hat also diese ganzen Sachen, die dazu mal verdammt wurden, dass Klimt seine Frau vorher immer nackt gezeichnet hat und dann hat er sie angezogen. Und dieses Anziehen ist passiert, indem er Modelle genommen hat und die wurden von einem Fotografen in irgendwelchen Kleidungen fotografiert. Und diese Kleidungen hat er dann auf das Bild übertragen. Das wird jetzt also als Klimt, wie er gearbeitet hat, und so hat er wirklich gearbeitet. Aber das wurde dazu mal eben als eine Schande empfunden. Und gegen die Frau, dass man sie vorher nackt malt. Also das ist, da muss man wirklich sagen, also in der Kunstgeschichte dreht und wendet sich sehr vieles, wenn man dann auch den Künstlern und Künstlerinnen nachgeht. You already talked about the space and the time that fascinated you. And this is, I think, the work that I saw first of you in a video art seminar, Raum sehen und Raum hören, space hearing and space seeing. This is actually a shot of the way it was made from your homepage that you can all visit and get more information also. And it's about a body, a female body, in a certain sort of like secluded space. And we have a very interesting operation with a camera and with a camera image, and also with something that defines your work in many other sort of like areas, the split screen and sort of like the dissection and the fragmentation of the body, which is often your body, which is often the female body. And maybe you can tell us a little bit about that performance until we watch or like have another performance watch role in the background. Ja, diese Performance ist auch eine Performance für ein Video, und das Video verdeutlicht natürlich, das ist so circa 10 Minuten lang, verdeutlicht ganz klar, was ich gemeint habe mit dem. Es sind 2 Kameras, in der Mitte stehe ich, und dann sind 4 Kameras gewesen, ja, und die haben aufgenommen, und zwar das frontale Bild oder die Hälfte des frontalen Bildes, wie man das hier sieht, 1, 2, 3, 4, ja, und die Hälfte des frontalen Bildes und nah und weiter entfernt oder was. Und zu dieser Bildgestaltung wurde eine Tonkomposition gemacht, die jedes Bild einen eigenen Ton gegeben hat. Und das war der Sinn eigentlich, dass man den Raum hört, man sieht ihn jetzt, und da ist dieser Ton, ein Einzelton dazu, und man sieht es, und dann hört man den, da sieht man das andere Bild, und da ist ein anderer Einzelton dazu, und so kann man sich konzentrieren drauf und eigentlich auch den Raum sehen und hören. Es ist aber eigentlich wirklich notwendig, das Tape zu sehen, weil das sonst zu sehr im Abstrakten hängen bleibt. We also have another work of yours that maybe we can just start watching. It's without sound. And it's called Adjungierte Dislokationen. And I think it's quite clear what you're doing in this film. It's very similar, I think, to hearing space, seeing space. And maybe we can just like talk over the image once we've seen like 1 or 2 minutes. I have on my bag, on my front and my back, I have 2 8-millimeter cameras, normal 8-millimeter cameras. And now, for example, now I go down a stair, but you cannot really see it. Maybe later on you can see it much more better. But the body is erkundigen the surrounding of my body through the cameras. How I move with my body and the 3 cameras, then you see the space was around me. I think we see quite well, you know, the concept of the work, like the three split screens, and also you just talked about this conceptual photography that you did. There's an entire, you're not only like a performance artist, but you're also a photography and conceptual photography artist. And
Maybe you can talk a little bit about Vienna also, because all these works were made in Vienna, and there is another work of you where there's the street, I think the street you live in, and you have the sound of the room that is behind the wall, and you have the image of the apartment of the outside, and that's also sort of like a conceptual piece. And maybe you can tell us a little bit about what, how that goes together with the body work, with the body art and the performance, like, you know, to take over this space. Ich nenne das so meine Erkundigungen des Körpers. Wie kann der Körper seine Umgebung oder wie kann der Körper seine Umgebung darstellen durch die Bewegungen im Raum? Und wie ist es, wenn ich den Raum, wenn ich in den Raum hineingebe, die Raumatmosphäre, oder wenn ich sie rausgebe und sie austausche? Das sind, da muss man dazu sagen, das sind alles Arbeiten in der Zeit dazu mal, also in den späten 60er Jahren. Diese Arbeiten sind Vorläufer für dann spätere Arbeit geworden, für auch viele andere Künstler und Künstlerinnen. Das muss man, also das ist nicht so, dass es eine Erfindung ist oder so, sondern das waren die Möglichkeiten des Mediums, mit dem Medium etwas auszudrücken, wie man das könnte mit der Malerei oder mit anderen Mitteln. Aber hier hat man halt natürlich schon dann diese Räumlichkeit stärker als wie nur mit einer Malerei. Also das ist so schwer zu sagen, weil das einfach Arbeiten sind, die dazu mal zu den ganzen Experimenten, Erkundigungen der Videozeit gehört haben. Das ist ja eigentlich auch schon Geschichte. You started to make feature films as well, apart from these conceptual works. I mean, we saw your first feature film yesterday that was screened at the Forum section of the Berlinale. Your film after this, Practice of Love, was screened in the competition. And maybe you can tell us a little bit, we're here in the realms of a film festival. You did a lot of other work, but let's talk about your feature films. Actually, when did you actually decide to become a feature film director? Because that's also, you know, a big leap from video art and performance art. Sind in den Anfang der 70er Jahre entstanden, wo ich schon eine Menge Performances hatte und auch Fotoarbeiten hatte, und ich dachte mir, ich muss diese jetzt zusammenbinden in eine Geschichte. Das habe ich gestern auch schon gesagt, oder wurde auch schon gesagt, dass es zusammengehen muss in eine Geschichte jetzt, die etwas erzählt. Und der Aufhänger waren die Hyksos, diese fremden Mächte. Und könnte man jetzt auch sagen, wenn die Hyksos, also diese fremden Mächte, jetzt Wien besetzen würden, zum Beispiel, ich gehe eben jetzt nur aus von Wien oder was, wenn die Wien besetzen würde, wie würde dann jetzt Wien ausschauen, wie könnte es dokumentieren, durch welches Mittel könnte ich es dokumentieren? Und dazu habe ich für diese Dokumentationen oder für die Erzählung dann die verschiedenen Medien wie Performances oder Installationen eingebaut in diesen Fictionfilm, in diese Geschichte. Das war der Ausgangspunkt, nicht immer nur die einzelnen Performances zu haben, sondern auch in einer Länge zu zeigen. Hat natürlich auch keine Fictionfilmlänge, sondern ist länger. Und das hat mich dann zu drei Spielfilmen geführt, diese Überlegung, sie zusammenfasst in einer Geschichte. So to see a little bit of what you talked about right now, the art of performance in a feature film, we can maybe watch my favorite scene from the film, which is the kitchen scene. Thank you.
I chose this scene because I found it, or I didn't actually cut it, or actually André Kirchner who did this, and because I found it so interesting that in the beginning we have this very fast performance, this very sort of, you know, kitchen-based and fastly edited, and then also you have so much going on, she's taking photographs of her own shit, but then the film takes so much time to show how she's switching out the lights in every single room, you know, which like is a different rhythm but also like a different performance. And maybe we can just talk about the scene a little bit. I would say it has to do with your also critique of consumerist society, or with a woman, with the role of the woman in the kitchen, like Martha Rosler did. Maybe you can tell us a little bit about the idea of like having all these groceries turn into animals that then she slaughters. Es hat zu tun natürlich die Kritik an der Frau in der Gesellschaft, die Kritik oder die Annahme der Frau in der Küche und wie die Materialien sind in der Küche und was sie, und sie ist auch selbst erschrocken, wie dann plötzlich die Tiere auftauchen und sie denkt, diese Tiere gehören ja nicht zu meinem Bereich in der Küche. Und diese Szene hat mir große Schwierigkeiten in Österreich bereitet. Ich glaube, ich habe sicherlich 3 oder 4 Mal den Presserat einladen müssen, weil sonst hätten sie den Film verboten, den Presserat einladen müssen, herauszufinden, dass das Schnitte sind. Dass die Schildkröte kann ja nicht durchschneiden, ja, dass es Schnitte sind. Und so, aber es hat lang gedauert, das wirklich beizubringen. Und der Fisch wurde rechtmäßig getötet, weil wir dann nachher auch im Film gegessen. Die Szene ist jetzt nicht mehr drauf. Oder so, er wurde, oder das ist ein Cut dazwischen, ja. Also wird er auch gegessen oder was und so. Aber das trifft eben so ähnlich, wie Sie erwähnt haben, oder was schon, dieses Leben einer Frau in der Küche, in ihrem Environment und dann die Ruhe. Und die Gelassenheit oder die Ruhe, das Zurückziehen, wie sie jedes Licht in ihrer Wohnung dann abdreht und auslöscht und die Wohnung eigentlich ein ganz leerer Gegenstand ist und zum Schluss sieht man dann ihr Bett. Das waren diese Überlegungen. Sie sind auch zum Teil schon dieses lange Licht ausdrehen, ist auch eine sehr poetische Überlegung. Es war, ist mir vorgekommen, als wäre es wie ein Gedicht, dass jedes Zimmer ein Vers ist und es verlischt dann und dann kommt das nächste Zimmer und das nächste Zimmer. So the idea that it was set in the kitchen was actually about the assumption of women having their space in the kitchen, which was back then, I think in the 60s in Germany and Austria, still something to be more discussed, where I think she didn't say that, but like you said that in another interview, where in Germany, I think like if you were married, you had to ask your spouse to be able to open a bank account. In Austria, it was something else. I think you had to have the permission of your husband to work, I think, right? Kreisky changed it, was in 73 or something like that, but until this 73, I guess, or the 74, you had to ask her husband if you want to go to work, or if you can to go to work. Okay. I have material to show and to talk about for 4 other Valley Export experiences, I say. I think we should also open this up to the audience right now, because we've already been talking for an hour. If there are some questions from you guys right now, there is an extra mic. Other than that, I have clips from The Practice of Love, but also from later performances that I think we could watch. Is there a question already? Yes. 1, 2, 3, 4. Hello. Thank you. I just have two. Ich habe einfach zwei kurze Frage zu Tap und Tast Kino. In den Materialien ist die Rolle von Peter Weibel nicht aufgelistet. Und ich hätte mich interessiert, was für eine Rolle diese männliche Figur mit dem Lautsprecher spielte. Und dann zweitens, sind Frauen auch ins Kino gekommen? Die erste Sache ist, die Tap und Tast Kino ist meine Aktion und meine Performance. Und Peter Weibel hat sie, wir sind durch am Stachus gegangen und so, da waren noch Filmemacher mit uns oder was, und Peter Weibel hat eine Rede gehalten und hat auch das Tap und Tast Kino erwähnt, das man jetzt sehen kann, besuchen kann, aber er hat seine eigene Rede gemacht gegen, ich weiß es nicht, irgendwie, wie er halt so spricht, ja. und
Und dadurch ist er nicht Performer, dadurch ist er auch erst kein Autor, also er ist auch nicht kein Performer, aber am Mikrofon steht dann manchmal bei einem Credit dabei, ist Peter Weibel. Aber das war wie ich es in Wien vorgeführt habe, präsentiert habe, das Tap und Das Kino, habe ich es angesagt, wie ich dann, das Tap und Das Kino wurde dann, glaube ich, 12 Mal circa noch von mir präsentiert, in London, in Holland, in Amsterdam und ich glaube in Brüssel auch, und da habe ich selbst präsentiert. Und einmal habe ich es in Köln präsentiert und da war eine Freundin mit und da hat die Freundin dann präsentiert und ich habe gesprochen. Und sonst habe ich gesprochen und auch das Tap und Das Kino vorgestellt. Und es gibt auch von diesen Vorstellungen noch was keine Aufnahmen. Ich habe nur dieses Material, sonst hätte das schon lange auch ergänzt, dass man sieht, wie vielschichtig es war, aber da gibt es einfach keine Aufnahmen, Film, keine Foto- und Filmaufnahmen. Es gibt eine Aufnahme in Zirkus Krone, da bin ich in das Publikum hineingegangen und da sieht man dann rundherum andere Fotografen und da war der Peter Weibel weg auf der Bühne und hat, ich weiß nicht, was er in der Zeit gemacht hat. Ja. Das war Underground Explosion, hat das geheißen. Man kann sich vorstellen, was da dort passiert ist in diesen Zeiten, und es waren wirklich sehr tolle Events, also sehr tolle Sachen. Das zweite Tap und Das Kino mit, es haben natürlich auch Besucherinnen besucht, das war keine Sache, und es haben auch Kinder besucht. Also das war ganz offen, wer gehen kann, das ist klar, ja. There was another question, I think, there. Concerning the audience, were there any differences in the reactions when there were women present or children? The children didn't react, actually, yeah, because maybe, I don't know, yeah. And the women, yeah, and the women react like the men. The visitor cinema and the Dutch, the screen, or the Dutch not the screen, and then they went out from the cinema hall with the hands, yeah. It was not a difference between men and female visitors. I'm also wondering, when we talk about this and also the Genitalpanik, it reminds me of other performances of Abramovich that she did, and that she also had to stop because, you know, people had to, for example, in a gallery in Italy, could try out things on her body, and then there was a dynamic that was almost sort of like murderous because people would use sort of like knives or even a gun on her body. And you're doing the same thing. What did you expect to happen? When would you have said, this is enough, I'm stopping this. This is the end of the performance. And yeah, did you actually want to get touched, or did you just want to make the audience uncomfortable by your offer of being touched? I want really that I get touched, because das war ja die Sache des Kinos, weil ja auch wenn man die Leinwand berühren kann und nicht sehen kann, das war natürlich die Voraussetzung, und natürlich ist dann auch gegeben, dass man die Leinwand berührt, wenn man sie berühren möchte. Und ich habe keine Überlegung gehabt, wann ich aufhören würde mit dieser Performance oder so, weil ich ja nicht wusste, was passiert. Da gibt es kein Programm vorher dann. Das geht so. Bali Export aus Wien zeigt zum letzten Mal hier in München ihr Tap und Das Kino. Aber mir fällt jetzt eine Sache ein, wie ich das erste Mal das Tap und Das Kino vorgeführt habe. Das war in Wien. Da habe ich einen Preis bei einem Festival gewonnen für Ping Pong. Hatte aber schon das Kino fertig gebaut, mit dem ich dann ein paar Tage drauf nach München gefahren bin und habe es vorgestellt. Und das war im Festival, die Marisiade. Und habe dann den Text, ich habe einen Text dazu gehabt, den habe ich vorgelesen und gesprochen darüber. Und dann ist, es war ein Podium, auf dem Podium, wo die Filme sonst, also mit der Leinwand hinter mir oder so, wo die Filme waren, ist richtig ein Kinosaal. Und dann ist sind die Filmemacher haben dann rebelliert. Der Rabinowitsch, ein Schweizer Filmemacher, ist dann auf die Bühne gelaufen und hat gesprungen und hat geschrieben: Ist das noch Film? Müssen wir uns das bieten lassen? Und das Publikum war ganz nervös und hat geschrien. Und
da habe ich dann, das ist richtig, das ist schon so lange her, und da habe ich dann natürlich habe ich Angst gehabt, dass jetzt wer kommt und mir das Tap und Tastkino sprengt. Das war Styropor gebaut und dass mir das wer sprengt, weil das kann man leicht machen, dann das Kino zerstören, weil das ist eben nicht Film und ist kein Kino. Und dann hat noch wer das Licht abgedreht. Und ja, ich glaube, ich bin dann von der Bühne runtergegangen. Also wie's, und dann ist das Festival weitergegangen. Aber da war ein Aufruhr. Ja, aber das erinnere ich mich jetzt. Ja, ja. Und da sind andere Filme gezeigt worden oder andere Sachen passiert und so. Also sicherlich hat es da und das Kino oder und die ganze Underground Explosion natürlich große Herausforderungen gehabt, weil wir haben das Publikum immer provoziert, aber da waren ja die Amondyl dabei, der Kurt Krenn dabei, der Weibel dabei und die Limpe Fuchs, glaube ich, mit ihrem Mann. Und da wurde auch verboten in manchen Städten, es war eine Tournee, die ist gegangen von München in die Schweiz, nach Köln und vielleicht Stuttgart noch, ja. Das weiß ich jetzt nicht mehr so. Das war natürlich schon, das ist nicht so einfach zu. Das ist jetzt nicht so, alles ist nicht so einfach gewesen, wie es klingt oder vielleicht wie es ich jetzt auch geschildert habe. Es ist einfach so eine große Distanz schon dabei oder was, aber ich möchte auch gar nicht jetzt das aufzählen, was uns passiert ist. Ich glaube, in Zürich hat das Publikum vollkommen rumort und hat so die Sesseln genommen und wollte auf die Bühne springen und wollten uns halt schlagen oder hauen oder was. Und wir sind hinter dem Vorhang gegangen und hinter dem Vorhang ist ein Kordon von Polizisten, Schweizer Polizisten gestanden, so eingehängt in den Armen und wir haben gewusst, da kommen wir auch nicht durch. Jetzt sind wir dann wieder über die Bühne runtergegangen und rein in die Autos und dann hat... Und sind zur Grenze gefahren und drei Autos sind hinter uns nachgefahren bis zur Grenze. Und wie wir über der Grenze waren, sind sie weg gewesen. Also die haben uns dann über die Grenze geführt. Und einmal in Köln die Leute waren sehr aggressiver. Klar, wenn man das Publikum auspeitscht oder Stacheldrahtballen in das Publikum wirft, die Underground Explosion hat schon, oder die Amondyl, die waren immer hinter Vorhängen und es war immer sehr verschleiert. Das war ganz eine andere Präsentation, wie wir hatten, wo wir aktiv waren. Und in Köln, glaube ich, habe ich dann eine Bierflasche am Kopf bekommen und bin dann um und bin ins Krankenhaus gekommen und hat man dann die Wunde wurde genäht und der Verdacht ist, also sie haben mich aufgenommen, die haben gesagt, ich habe mich beim Auto angeschlagen, aber sie haben geglaubt, ich bin eine junge Wiener Prostituierte, die in Köln arbeitet und so. Dementsprechend wurde ich auch behandelt. Also das waren schon große Widerstände oder Aufwände. Das ist nicht so passiert, so das haben wir jetzt vorgeführt und dann sind wir wieder gegangen oder was. Das war schon ganz arge Sachen oft, nicht? Und wenn man nicht auftreten konnte. Der Weibel hat in einer Rede, ich glaube das Wort Fut oder Schwanz verwendet, ja. Und dadurch haben wir ein Auftrittsverbot in Köln bekommen von der Polizei aus. Wir sind aber dann trotzdem aufgetreten und dann haben sie es wieder rausgehauen. Die Amondyl zum Beispiel, die haben immer hinten ihre langsame Musik gespielt und ich bin vorn gestanden und habe einmal so die Stacheldrahtballen in das Publikum so hineingeworfen und dann hat noch der Veranstalter bemerkt, wie einer von den Amondyls aufgestanden ist mit einem Messer und auf mich zugelaufen ist. Das war ihnen zu viel, was da vorhin passiert ist. Die haben ganz, also das ist nicht, es waren schon starke Zeiten, also es ist nicht jetzt so vielleicht wie ich es jetzt so schildere, dass es hat Spaß gemacht, hat sehr großen Spaß gemacht. Aber es war auch gefährlich. Es war natürlich auch gefährlich. Also, oder ab ist der Teufel nach Wien gekommen und da war man beim Mühl in der Wohnung und da, das war im Sommer und da war es vier, schon ganz hell und dann, wir haben dann runtergeschaut von der Wohnung. Auf die Straße sind drei Polizeiautos unten gestanden.
die nur gewartet haben, bis der Teufel runtergeht. Ja. Dann haben sie ihn ins Auto gegeben und haben ihn in den Zug gesetzt. Also nicht in den Flieger, dazu war das noch ganz harmlos alles. Einfach nur in den Zug gesetzt, er soll nach Hause, nach München fahren wieder. Und so. Also diese Sachen sind schon alle passiert in Wien. A quick summary maybe. yes, there is a question there, there's a question there. Also ich habe zwei Fragen. Die erste ist, wie haben diese sehr bekannten Aktionen Sie eigentlich in Ihrem späteren künstlerischen Schaffen geprägt? Respektive, hat es Sie teilweise genervt, dass es alle auf diese Aktionen gehen und vom späteren Arbeiten gar nicht so viel wissen? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, in Österreich war ja jetzt gerade dieser Skandal mit Stefanie Sargnagel, die in der Zeitung diffamiert wurde wegen eines Textes, und da hätte mich nur interessiert, wie sie dazu stehen und ob sie sich da solidarisieren ob sie das an was erinnert. Zur ersten Frage, natürlich nervt es mich ziemlich und stark, ja, dass immer wieder diese Fragen kommen zu diesen Aktionen, weil diese Aktionen sind vorbei, sind gemacht, aber sie verdecken natürlich das ganze Spektrum, was ich noch in meinen Arbeiten habe. Und ein sehr wichtiger Teil für mich ist die konzeptuelle Fotografie oder dann auch Körperkonfigurationen, aber die konzeptuelle Fotografie. Ich habe ganz andere Installationen auch gemacht und ich muss schon wirklich sagen, dass ich viele Interviews eigentlich verweigere, weil ich merke, dass das in diese Tendenz geht, immer diese drei oder vier Fragen, und dann ist es mehr oder minder aus, und diese drei oder vier Fragen sind auch schlecht gestellt, also ohne Wissen gestellt obendrein, aber das macht mich zornig und wütend, und ich denke, warum beschäftigt man sich nicht mit der Kunstgeschichte ganz genau? Und bei der Sargnagel, da muss ich sagen, ich erkläre mich solidarisch, aber ich war jetzt die Zeit nicht in Wien und habe es nicht so ganz genau verfolgt. Aber ich habe auch mit der Jelinek telefoniert, mit der Elfriede Jelinek telefoniert, und wir haben darüber gesprochen, aber ich war nicht in der Zeit nicht so stark in Wien. Aber es ist natürlich ganz arg, ja. Das ist ganz klar, ja. Es hat sich gar nicht so viel verändert, nämlich. Also das war mein Eindruck. Ja, es hat sich nicht viel verändert und es geht wieder auf Frauen los. Ne? Concerning Stefanie Sargnagel, she wasn't in Vienna at the time, but is in solidarity, but couldn't sort of be part of the situation as much, but talked with Elfriede Jelinek, who's a good friend of hers and also protagonist in one of her short films, a very funny one where she's watching television for 30 minutes and commenting on the news and does nothing else. Actually, they show solidarity, and then your interjection was that actually not a lot of things have changed, and you said, yeah, and it begins with a woman. Question over there. I don't have an overview. Vielen Dank. Ich versuche jetzt auch mal eine schlimme Frage zu stellen. Vielleicht ist das mehr so ein Kommentar, weil ich jetzt noch mal sehe, was Sie uns erzählen und die Bilder dazu und also das Filmerleben jetzt hier im Vortrag über PowerPoint und nicht im Museum. Und ich frage mich die ganze Zeit schon auch, inwiefern sich die Situation jetzt zu damals und heute natürlich auch für Frauen verändert hat. Und aber auch so ein bisschen die Frage nach der Kunst oder wie man als Frau Kunst machen kann oder darf. Oder dann kam das jetzt schon, reduziert wird möglicherweise auf bestimmte Bilder oder bestimmte Aktionen und inwiefern man sprechen kann oder was man überhaupt aussagen kann. Und so ein bisschen die Frage nach, was kann die Kunst oder was möchte man mit ihr können als Provokation oder als gesellschaftliche Funktion? Weil wenn ich mir heute vorstelle, Sie würden jetzt diese Aktion mit dem Kino nochmal machen, dann dachte ich, wenn das eine Kunstaktion ist und Sie sind ein bisschen berühmt, dann nimmt man das vielleicht so hin. Und dann dachte ich darüber nach, was heute eine Provokation wäre. Und es ist noch keine Frage, aber mehr ein fragender Kommentar. Als erstes muss man sagen, natürlich, die Kunst kann sehr viel verändern, sie kann sehr sensibilisieren. Die Kunst ist ein Teil unserer Kultur,
jeglicher Kultur, so wie die Wissenschaft ein Teil der kulturellen Kultur ist und auch wie die Politik ein Teil der Kultur ist. Und Kunst hat natürlich schon den Ausdruck und kann sensibilisieren und kann Dinge zur Diskussion bringen und auch provozieren. Das ist eine ganz klare Sache. Kunst kann aber nicht die Welt verändern. Das sind ganz andere Mechanismen, wenn wir sagen würden, Kunst kann positiv, jetzt meine ich, damit positiv die Welt verändern. Das kann sie nicht. Diese Kraft und diese Macht hat sie nicht, weil sie ein Teil ja ist von einem ganzen System. Und das ganze System und die ganze Struktur muss sich verändern und nicht nur jetzt allein die Kunst das übernehmen. Das kann sie nicht alleine nur übernehmen. Aber Frauen oder Künstlerinnen können sich politisch ausdrücken. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, ja, wie sollen Frauen heute oder mit welcher Sache sollen sich Frauen heute beschäftigen in der Kunst? Stimmt das? Nein? Was war denn das? Sagen Sie es noch einmal deutsch? Ich meinte mehr, also es war keine Frage so mit so einer Aufgabe verbunden. Es war mehr eine Bemerkung, dass ich über Frauen heute nachgedacht habe, überhaupt die Rolle der Frauen in der Kunstgeschichte. Wenn ich als Frau versuche, Kunst zu machen, wo sind mir die Hände gebunden, was sollte ich sagen, welche Zuschreibungen bekomme ich? Also gegen diese Zuschreibungen kämpfen und neue Zuschreibungen zu sich selbst finden. Ich möchte auch noch da hinzufügen, oder was jeder Künstler oder jede Künstlerin sich, weil die Frage oft kommt, ja, was kann man machen, was wäre heute jetzt provokativ oder was wäre heute jetzt vielleicht eine wichtige Sache, sich zu beschäftigen. Und das ist das die kulturelle Auseinandersetzung mit allen Kulturen, also nicht mit allen Kulturen natürlich auf einmal, sondern dass man sich mit dem kulturellen auseinander mit dem kulturellen Gut oder die ganzen kulturellen Aussagen und Divergenzen, die wir haben, dass man sich damit beschäftigt, warum ist es so, wo sind die Zuordnungen und wie kann man das jetzt auch im Politischen ausdrücken und ändern und dass man einmal davon auch abgeht, ja, dass Religion eine dominante Sache ist, die die Kultur bestimmt. Und die Religion führt nur zu Kriegen. There's a question over there. Okay, I have a question related to the thing of a religion and culture. Because you said that you actually started like rebelling against the religion when you were young, and that was your point. I mean, your starting point to the art. What now? I mean, is there any point now to do that again? I mean, do you still feel that you're rebelling against the religion, against the Catholic religion, or your Catholic upbringing right now, or does it play like a minor role right now? Ich bin aus der Kirche ausgetreten. She left church. Wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. Sie haben sicherlich etwas anderes fragen wollen oder was, das ist schon ganz richtig oder was, aber ich beschäftige mich nicht mehr jetzt mit diesen Ritualen meiner eigenen Religion und ich bin aber sehr interessiert daran und verfolge das natürlich ganz stark, welche Rituale haben die anderen Religionen, wenn man sie bekämpfen muss. Und das muss man halt auch machen in Ort von Kunstwerken, von Filmen, von also alles, was halt dieses wissenschaftliche Territorium ist. Das wäre dann für mich die Antwort, ja. But I meant more like whether the Catholic Church still influences so much the culture in Austria right now, and whether you feel that you still can say something against it or you don't feel like doing it anymore. Na, die Mitglieder werden immer weniger, weil die Regeln sind so restrikt, die sind so dass sie, also die Älteren treten aus, weil ihnen die Regeln zu frei vorkommen. Und weil es sich so viel geändert hat und die Jungen gehen nicht mehr dazu, weil sie sagen, da habe ich keine Zukunft.
The question was in English, actually. Aber noch hinzufügen, natürlich, das ist natürlich jetzt nur auf die Religion bezogen oder was, aber klar ist auf jeden Fall, dass das bürgerliche Denken natürlich ein konservatives Denken ist und mit den ganzen Religionen, ich will nicht sagen die Religion jetzt erst deutlich, aber es ist ein bürgerliches, konservatives Denken, was aus diesem Religionsbedürfnis herauskommt. Das ist ganz eine ganz klare Sache. Nur die Religion selbst hat nicht mehr diese Bedeutung. Es hat sich übertragen dann ins Bürgertum mehr. Aber die Wurzeln sind natürlich schon auch immer wiederum die religiösen Wurzeln. Man muss ein bisschen mehr in die Tiefe gehen dann bei dieser Erklärung oder was. Aber die Konservativen, also unsere ÖVP und andere, die haben wirklich noch, die Wirtschaft ist wirklich noch nicht frei genug, dass sie dieses Denken verlassen kann. Aber das ist jetzt schlecht ausgedrückt. I would maybe say like one, two more questions. Is someone giving me a time thing? Michi, are you here? Do we still have time? There's one here, there's one here. Es ging ja vorher darum, dass ihre früheren Performances die älteren oder die jüngeren Sachen überdecken. Und ich gehöre jetzt zu einer Generation, die ihre Arbeit überhaupt erst nur indirekt kennengelernt hat. Und zwar, um nochmal zu Action Pants zurückzukommen, durch Abramovich Seven Easy Pieces. Und ich wollte Sie mal fragen, was das für Sie ist. Geht's da, also sie hat ja ihre Performance reenacted und ins Museum gebracht, sozusagen. Worum, oder die Abramovich? Mich würde interessieren, geht es da auch um Provokation, geht es da um Geschichtsschreibung, wie ist es für Sie? Ist es für Sie vielleicht auch schön, dass Leute indirekt ihre Sachen kennenlernen können dadurch? Und wie kam das zustande? Weil ich glaube, Abramovich erzählt auch, sie hat die Performer, von denen die Performances ursprünglich stammen, gefragt, ob sie die wieder aufführen darf dort. Das würde mich einfach interessieren, wie das für Sie war, als Sie auf Sie zukamen und ob das gleich Sinn gemacht hat für Sie und warum Sie dann zugestimmt haben. Das ist eine Entscheidung für jeden Künstler oder für jede Künstlerin, ein Reenactment zu machen. Und das ist durchaus legitim. Ich mache keine, weil die Zeit ist nicht mehr dieselbe und das funktioniert nicht. Das kann dann nicht funktionieren und etwas wieder aufführen wie, sagen wir jetzt ein Theaterstück oder so, das ist auch nicht meines. Ich will ja neue Sachen machen und ich will das nicht. Und wenn es dann im Museum ist, dann es kommt sowieso ins Museum oder es kommt nicht ins Museum. Das ist für mich nicht der Zielgedanke. Und die Marina Abramovich hat mich gefragt, sie für diese Seven Easy Pieces, sieben glaube ich waren es, also mit verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen. Da ich sie schon lange kenne und wir jetzt schon lange eine Künstlerfreundschaft haben, habe ich gesagt, natürlich kann sie es machen, aber es ist nicht dasselbe gewesen, wie ich das gemacht habe. Es ist, kann nicht dasselbe sein, weil erstens mal hat das Foto, das stimmt dann schon nicht überein, was im Katalog drinnen ist. Und zweitens ist es in einer geschlossenen Form im Museum drinnen, also eigentlich schon in einer Öffentlichkeit, aber natürlich ganz anders, wie ich das gemacht habe, zum Beispiel im Theater, im Kino als Banik, also als Genital Banik und dann die Fotos auch. Und das ist wieder diese Fotoserie. Also es ist ganz was anderes, ja. Aber aus einer Künstlerfreundschaft habe ich sie. Ich habe es nicht selbst gesehen, ne? Ja. Was es für mich ist? Ja, es geht, das kann man nicht machen, es geht schief. The question was, ich wollte das jetzt nicht so salopp sagen oder was, aber es war eine andere Zeit, es war eine andere Umgebung, es war alles anders. But the expert would not reenact another artist's work. She said that's not the time anymore. It's not important for her to be in or outside of a museum. But what Marina Abramovich did was very different because, of course, the... Lauter? Ah. Because
she did her performance in a museum, whereas the original Tap and Tusk Kino, of course, was an interactive experience, expanded cinema experience in a cinema, or like not in the cinema, but on the streets. Follow-up question is, so what does that do for you? Like, she didn't see it, but the expert didn't see Marina Abramović reenacted, and she said it can only go wrong if you do it in a museum space, in a closed and safe space of the museum. Ja, Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie daran interessiert sind, was Neues zu schaffen. Und da würde mich interessieren, was Sie aktuell machen. Ich arbeite aktuell an dem Würfel. Das ist jetzt sehr abstrakt ausgedrückt. Aber der Würfel ist, ist für mich ein Modell von der Geometrie, von der ganzen Substanz, von den Einsätzen, eine Rauminstallation damit zu machen. Und das kann man ganz schwer schildern, weil ich nehme den Würfel, wie er eigentlich ist. Es ist ein Spielwürfel, ja? Also nicht ein schon geometrisch, aber ein Spielwürfel ist es. Und wie ich jetzt mit dem Würfel, mit den Zufällen, mit diesen Zufällen des Würfels umgehen kann, mit den Berührungen der Würfel umgehen kann und wie ich das auch zum Teil in Töne umsetzen kann. Aber eben, ich sage, wird eine größere Installation, wie vielleicht für einen Raum wie diesen, und das ist jetzt. Und andererseits mache ich zum Teil auch kleinere Arbeiten, und also man kann es so schwer sagen, wie ich mache einfach meine Werke. Das ist, nein, ich will jetzt nicht machen. Es klingt immer so, also wäre das alles so lustig, aber es ist. Aber ich mache meine Arbeit, und das ist auch immer ganz schwierig eigentlich zu sagen. Ich glaube, ein Schriftsteller tut sich leichter, kann sagen, ich habe das Thema. Aber eine Performance oder auch eine Installation, Filmemacher tut sich schon schwerer etwas vielleicht, ja. Aber Performance und eine Installation zu machen, da kommen so viele Dinge dazu. Da kommen so viele Dinge, und dann kann man jetzt noch gar nicht sagen, das geht in die Richtung. Ich bin eigentlich am Forschen daran, einen Spielwürfel zu übersetzen oder auszubeuten, könnte man auch sagen. Was ist in diesem Spielwürfel alles drinnen? Und das herauszuholen und darzustellen. I actually want to add that you talked about this horrible Behrens building in Linz. I think we should also mention, coming to a conclusion of this, Wally Export experience, that there is actually a Wally Export Institute coming along, and maybe you want to talk about that and what that means to you. It's called Wally Export Center, and this center is located in Linz, and in the same building, as I mentioned before, in der Tabakfabrik, der Behrensbau. Und das ist für mich ein wahnsinnig großes Geschenk auch, weil hier bin ich vorbeigegangen als Kind und habe Architektur kennengelernt, weil die Fassade ist wunderbar und der ganze Bau ist wunderbar, und das ist für mich sehr schön, dass jetzt mein Archiv dort ist. Das Archiv zählt zu der Sammlung des Lentos, und daraus wird eben das Wally Export Center, ist schon gegründet, das Wally Export Center gemacht, und in dem Archiv sind meine ganzen archivarischen Sachen, außer die Filme, die ganzen Filme und die ganzen Negative und die Sachen sind im Filmmuseum im Lager, werden wahnsinnig gut dann gelagert auch und so. Das wäre unmöglich für ein Center, sowas zu machen. Aber sonst sind meine ganzen Zeichnungen, es sind, glaube ich, 42.000 Objekte, so wie bis jetzt gezählt ist. 42.000. Und dann sind noch ein paar Kunstwerke dabei. Ja. Und dann sind noch zwei oder drei Kunstwerke dabei, weil das soll es auch umfassen. Um was es mir geht, ist, und das ist für mich der wichtige Punkt, und warum auch Forschungscenter, weil ich vorher gerade gesprochen habe, zum Beispiel von Body Art oder Konzeptkunst oder was, und da hat es ja viele gegeben, rundum, also in Japan die Gutei-Gruppe und Fluxus und gleichzeitig oder später oder früher. Und so haben wir Künstler und Künstlerinnen daran, an solchen Sachen gearbeitet, auch Malerei, wie sich Malerei, ist auch nicht immer Malerei alleine, sondern Malerei hat auch einen eigenen persönlichen Gestus des Malens oder was, oder auch das Bild hat einen eigenen Gestus.
oder ja, also diese ganzen Sachen interessieren mich sehr. Der Austausch zwischen den Künstlerarchiven dann, also dieses Forschen, wo ist der Gedanke in den USA gewesen, wo ist der Gedanke gewesen, also oder die Gedanken, nicht nur einer, wo ist der gewesen in hier in Mitteleuropa oder wo ist er gewesen in Japan oder wo gibt es in China und woher kommt der Gedanke aus diesen, also das kommt wieder zurück, aus diesen Kulturen dazu mal, oder sind es Gedanken, die uns das Menschliche als solches schon in uns sind, jetzt diese Sachen zu denken. Das wissen wir ja nicht, gar nicht ganz genau, wie das ist. Und das soll auch, das wäre ja auch eine Arbeit, die viel zu lang dauert. Aber mir ist es wichtig, dass man diese ganzen künstlerischen Strömungen und Richtungen benutzen kann und austauschen kann und erforschen kann und weitervermitteln kann. Und für Kuratoren, für Studierende, oder für andere Ziele. Das ist das Wichtigste dran. Alleine ein Archiv zu haben und das man besuchen kann, wäre mir zu wenig. Und ich wurde auch gefragt, ob ich in Linz ein Museum möchte. Und da habe ich gesagt, ich möchte nie ein Museum haben. Sondern wenn dann die Linzer interessiert sind, möchte ich ein Zentrum haben, wo man forschen kann, mit anderen zusammen. Also nicht meine künstlerischen Arbeiten alleine, sondern mit anderen künstlerischen Arbeiten zusammen. Und zu Resultaten kommt, wie waren diese Strömungen, die halt mich betroffen haben in meiner Lebenszeit. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt gesagt haben, wie andere Künstler an demselben Thema gearbeitet haben, wie sie zu dem Thema gekommen sind und wie sie das Thema umgesetzt haben. Wovon ist dann die Umsetzung auch unter Umständen nicht abhängig, aber beeinflusst? Also das ist auch ganz wichtig. Es soll so wirklich so etwas sein, wo man überlegen kann, ja, wieso ist Akonji, ich sage jetzt seinen bekannten Namen, zu seinen Schattenboxer reingekommen und wer anderer wieso dorthin? Und das würde dann ja auch eigentlich die Künstler und die Künstlerinnen interessieren, wo sind so Wurzeln und wo sind die Auseinandersetzungen? Und wo ist auch zum Beispiel der Einfluss einer Malerei dann oder einer Skulptur da, die aber schon vergangen ist, Vorkriegszeit oder irgendwas? So, I'm gonna, I think, just say thank you to the audience and especially to Valley Export for being such a great sport, such an inspiration still, such a rebel and such a great person to talk to. And thank you so much. I hope we can have another Valley Export experiences and talk then about your works, but please give her a big round of applause.